Das ist die Farbe Nachtgrün und so sieht sie aus. Der Deckel wird einfach nur abgeschraubt und mit diesen beiden Produkten kann man am besten arbeiten. Das ist einmal der Verteiler, das ist das kleine Schwämmchen und der kleine Schräge, das ist der schräge Pinsel. Einfach mit den Produkten in die Farbe reingehen und dann auf dem Auge verteilen. So sieht die Farbe aus. Und jetzt zeige ich, wie man das aufträgt. Auf dem kleinen Käppchen habe ich etwas Wasser drauf gemacht und jetzt wird der Pinsel einfach nur in das Wasser eingetunkt. Man kann natürlich auch Fixie nehmen und dann wird die Farbe aufgetragen. Das geht ganz einfach und man kann auch schön präzise damit arbeiten. Man kann wenig Farbe nehmen, man kann auch viel Farbe nehmen und wie man sieht, ist der Pinsel optimal, um sich auch richtig schön einen Eyeliner zu ziehen. Das geht natürlich als Eyeliner und das geht auch unter der Wasserlinie. So sieht der Eyeliner aus und jetzt habe ich Mascara schon aufgetragen. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen in Wasser gegangen und dann wieder in die Farbe und dann trage ich mir das unter den Wimpern ganz vorsichtig auf. Geht also auch, wenn man schon Mascara aufgetragen hat. Und so sieht das dann aus. Wenn man möchte, kann man jetzt den Verteiler nehmen, geht in die Farbe rein, da braucht man nicht vorher anfeuchten, das geht auch so und dann kann man je nach Geschmack viel oder wenig auftragen und dann hat man einen schönen grünen Lidschatten. Und so sieht das aus. Man kann das auch mit dem Finger oder mit dem Pinsel verteilen.